In The Witcher 3 gibt es neben den zahlreichen zusammenhanglosen Ausrüstungsgegenstände vier Rüstungssets, die ihr im Spielverlauf sammeln und aufrüsten könnt. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr an die erste Stufe der Katzenschulen-Ausrüstung, also den 7 Basisteilen, kommt. Bei der Quest handelt es sich um eine Schatzsuche, die sich treffenderweise Katzenschulen-Ausrüstung nennt. Diese Schatzsuche ist über 4 Orte in ganz Novigrad verteilt, also sowohl in der Stadt Novigrad als auch den Außenbezirken, den ländlichen Strichen. Und wie immer bei diesen Schatzsuchen könnt ihr diese Punkte unabhängig voneinander aufdecken und findet da dann wiederum Hinweise auf den nächsten. Den Startpunkt der Quest könnt ihr also individuell wählen. Ich möchte jetzt mal gleich mit dem kompliziertesten anfangen. Falls ihr da noch Interesse habt, könnt ihr euch den Rest des Videos, also die letzten 3 Punkte, auch noch angucken, die man wahrscheinlich deutlich einfacher findet. Den Hinweis darauf, also auf die 4 eigentlichen Kleidungsstücke, findet ihr an so einer kleinen Hütte am Hafentor. Das ist der Bezirk südlich von dem Novigrad-Stadtbezirk, also Grashügel nennt er sich, um genau zu sein. Dort liegt Julia Kenios Tagebuch und wenn ihr das durchlest, dann bekommt ihr eine Markierung oben auf der Tempelinsel von Novigrad. Reist daraufhin zu dem Kurfürstenplatz-Wegpunkt und lauft von diesem aus in westlicher Richtung die Treppen bzw. Wege hinab. Dabei dürfte es sich erstmal um so eine Treppe handeln bzw. eine Aneinanderreihung von 2 Treppen. Danach kommt ein abschüssiger Weg und am Schluss kommt nochmal eine Treppe, die euch dann mehr oder weniger an den westlichen Rand führt. Wenn ihr also alle Treppen hinabgelaufen seid und zu dieser Abzweigung kommt, dann wendet ihr euch nach rechts und lauft an diesen Häuserwänden entlang einfach weiter Richtung Norden. Der Weg endet irgendwann an 1-2 Vorsprüngen und da könnt ihr einfach runterspringen, ohne Gesundheit zu verlieren und lauft dann einen sehr bewachsenen Weg bis zum Höhleneingang weiter. In der Höhle gibt es eine Illusion, die müsst ihr logischerweise mit dem Auge von Nehaleni entfernen. Das habt ihr ja aus der Wanderung im Dunkeln Quest bekommen. Solltet ihr logischerweise haben, denn ich glaube, man kann nicht so weit von der Stufe her sein und von der Story her, dass man die Wanderung im Dunkeln Quest nicht gemacht hat. Tja, und wenn ihr in dieser Höhle drin seid, dann erwartet euch da erstmal ein Stufe 14 Golem. Den gilt es natürlich mal zu besiegen. Golems kann man immer gut mit Dimetrium-Bomben bewerfen, außerdem ein bisschen Konstruktöl aufs Schwert auftragen und dann sollte der nicht wirklich ein Problem sein. Da prescht ihr einfach nach vorne, schlagt 1-2 Mal drauf, springt dann zurück, damit ihr den nächsten Hieb nicht abbekommt. Damit sollte der Golem eigentlich schon Geschichte sein. Wenn ihr den Golem bezwungen habt, könnt ihr dahinter zwar diese kleine Treppe hoch und dann zu der Tür laufen, das ist die Labortür, aber diese ist erstmal verschlossen. Dafür braucht ihr entsprechend den Laborschlüssel. Den Schlüssel findet ihr wiederum in dem 2. Gang, der von der Kammer abgeht, wo ihr gerade den Golem getötet habt und den solltet ihr jetzt als nächstes dann mal verfolgen. Ihr braucht in dem Gang nicht unbedingt jede Fackel anzumachen, um das zu erleuchten. Ihr könnt ganz einfach auch wieder einen Katzetrank einnehmen und dadurch halt alles in diese gräuliche Tönung einhüllen und ein bisschen besser sehen. Ein, 2 Kurven und Felsvorsprünge später gelangt ihr dann in eine Höhle mit einem Felsen am Eingang, wo eine Inschrift drauf ist. Die besagt: Blicke in die Tiefe und finde Erleuchtung. Etwas Ähnliches müsst ihr dann in dieser Kammer auch machen, denn hier gibt es so einen 8-eckigen Raum mit mehreren Hebeln und Statuen drumherum. Jeder Hebel bewegt die Statue rechts von ihm. Und ich glaube, wenn ihr eine Statue schon in einer richtigen Position habt und die wegbewegt, dann erscheint ein Feind, also so eine Erscheinung. Wenn ihr alles richtig macht, sollte der, glaube ich, gar nicht erst kommen.
Ihr könnt die Fackeln über den Hebeln anzünden, wenn ihr ein bisschen mehr sehen wollt. Ihr müsstet hier auf alle Fälle alle Hebel so lange umlegen, bis alle Statuen nach innen in dieses Gebäude, in diese Konstruktion reingucken. Sind alle Statuen richtig gedreht, dann öffnet sich automatisch der Boden in dieser Gebäudekonstruktion drin und ihr könnt in diesen Wassertümpel reinspringen. Unter Wasser greifen euch mal wieder so ein paar Ertrunkene an, könnt ihr einfach mit eurer Armbrust draufschießen und die töten. Was ihr machen müsst, ist grundsätzlich auf den Boden zu tauchen, dort liegt ein Skelett und von dem könnt ihr den Laborschlüssel erbeuten. Wenn ihr den Laborschlüssel habt, dann klettert ihr ganz einfach wieder aus dem Wasser raus, lauft den gesamten Weg zurück und bis zu dieser Höhle mit dem ehemaligen Golem. An dem Punkt würde ich empfehlen, kurz zu meditieren, damit sowohl eure Gesundheit als auch Tränke, Bomben etc. wieder aufgeladen wird. Denn sobald ihr diese Labortür öffnet, kommt ihr quasi zum Endgegner dieses Questabschnitts. Das ist der verrückte Kian, das ist ein ehemaliger Hexer der Katzenschule und der ist entsprechend gut drauf. Da Kian humanoid ist, könnt ihr da relativ wenig mit euren typischen Monsterwaffen machen. Ihr könnt aber sehr gut tanzenden Stern oder andere Bomben auf ihn werfen, die einfach Feuerschaden machen oder euren Feuerschaden erhöhen und dann anschließend noch ein paar Igni-Zeichen drauf wirken etc. Das ist schon recht effektiv. Sobald Kian dann tot ist, könnt ihr die Kammer komplett plündern, einschließlich seines Leichnams und damit alle 4 Rezepte für die Kleidungsstücke der Katzenschulenausrüstung an euch nehmen. Damit ist der schwierigste Teil der Quest eigentlich schon abgeschlossen und auch der interessanteste dieses Videos. Ihr würdet darin jetzt noch einen Hinweis finden, falls ihr die anderen Teile noch nicht gefunden habt, der euch zu dem versunkenen Schiff im Westen von Novigrad Grashügel bringt. Im Westen des Grashügelabschnitts von Novigrad ist also so eine kleine Insel eingezeichnet. Da gibt es auch einen versteckten Schatz drauf, der wird, glaube ich, von einem Basilisken bewacht. Was aber viel interessanter ist, ist, dass davor ein Schiff gesunken ist, das nennt sich Fliegender Hirsch. Da solltet ihr hinschwimmen und dann könnt ihr an der westlichen Seite des Schiffes an Bord klettern. Also das ein kleines Stück, wo die Reling rausgebrochen ist, da könnt ihr emporklettern, dann die Treppe runter, euch nach rechts drehen und die Truhe plündern. In der Truhe sollte die Katzenarmbrust sein, beziehungsweise das Schema dafür und außerdem noch Notizen des Magiers, die euch auf den nächsten Ort verweisen. Dieser dritte Ort, also Estaiar oder wie auch immer man das aussprechen mag, liegt ganz im Osten der Sturmfelder von Novigrad, also das ist dieser riesige Landstrich rechts von Novigrad und da gibt es halt diese Elfenruinen. Und die kommt ihr, glaube ich, auch, wenn ihr später mit Vernon Rosh noch so eine Quest macht. Da unten gibt es ein magisches Portal. Durch dieses magische Portal kommt ihr nicht durch, also im Rahmen dieser Schatzsuche zumindest nicht. Im Rahmen der anderen Quest kommt ihr da halt durch. Und was ihr machen müsst, ist euch von diesem Portal abzuwenden und an der gegenüberliegenden Seite die Wand zu zerstören. Wirkt auf diese brüchige Stelle an der Wand einfach mal wieder eure telekinetische Welle und dann könnt ihr dahinter den Leichnam plündern und damit das Schema für das Katzensilberschwert ergattern. Das letzte Schemata bekommt ihr dann an der Burg Drahim. Das ist im Zentrum von diesem Grashügelabschnitt von Novigrad, also südlich von Novigrad. Und diese Burg wird von ein paar berittenen Banditen bewacht, die müsstet ihr erstmal ausschalten.
Wenn ihr die Banditen getötet habt, dann geht ihr einfach durch diese Tür auf der linken Seite der Burg, also nicht oben rein, wo die Weiße Dame Quest spielt, sondern wirklich links diesen Eingang rein, beziehungsweise die Holztür, die ihr mit einer telekinetischen Welle zerstören könnt, rein. Dann geht ihr die ganzen Leitern runter, sind glaube ich 2 oder 3 Stockwerke, und dann könnt ihr unten die letzte Truhe plündern, wo ihr das Schema Katzenstahlschwert drin findet. Damit sollte diese Quest abgeschlossen sein. Ich hoffe, das Video war halbwegs hilfreich für euch. Wenn das der Fall gewesen sein sollte, dann möchte ich euch bitten, einmal den Like-Button hier auf YouTube anzuklicken, damit das Video auch noch 2, 3 Leute mehr erreichen kann. Besten Dank!